Herzlich willkommen zu einem neuen Commentary auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr heute eine Solo-Double-DNA, erspielt von Syracuse Mumbo. Und ja, der Gute hat hier eine 15er ganz schick noch rausgehauen. Das heißt, er hätte fast eine Triple-DNA gemacht, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, einer der besten AW-Spieler Deutschlands, meines Erachtens nach. Und ja, jetzt komme ich erstmal zum Thema. Ja, ich habe ja angekündigt, ich möchte einiges umstrukturieren, die Videos aufwendiger machen. Und ja, ich habe jetzt mir überlegt, ich werde Reviews machen und halt Filmkritiken. Und da werde ich mich dann mit populären Filmen und populären Spielen befassen. Und werde euch dann eine, ja, Kritik dazu raushauen, sodass ihr dann halt bewerten könnt, ob ihr euch das Spiel kaufen sollt oder nicht. Eventuell werde ich auch die Must-Have-Plakette sozusagen verwenden, dass ihr auf jeden Fall wisst, das müsst ihr euch kaufen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Aber kommen wir jetzt erstmal zur Kritik. Heute habe ich mir den populären Blockbuster The Dark Knight von Batman rausgesucht. Ja, The Dark Knight, das heißt der dunkle Ritter. Und damit ist natürlich Batman gemeint. Und ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Besetzung und hat eine sehr, sehr gute Besetzung, wollte ich damit sagen, mit Schauspielern wie Gary Oldman, Morgan Freeman, Heath Ledger in seinem übrigens letzten Film, mit dem er alles nochmal gewonnen hat, aber leider hat ihm nicht viel gebracht, denn er ist direkt nach dem Film auf mysteriöse Art und Weise verstorben. Und ja, Christian Bale, Morgan Freeman, Gary Oldman und so weiter und so fort. Sehr, sehr gute Besetzung. Und ach, ich habe noch vergessen, Michael Caine spielt auch noch mit. Also der spielt ja in fast allen großen, guten Blockbustern mit. Ich gebe mir die immer, wenn Michael Caine dabei ist. Aber jetzt zu den Bewertungen. Also vom Gefühl würde ich dem Film sogar 5 Sterne geben. Dann jetzt kommen wir zur Spannung. Spannung so 4 Sterne und Humor 3 Sterne, aber in der Gesamtbilanz ein 4 Sterne Film. Es hat mich nicht komplett überzeugt. Es gibt natürlich noch einige Dinge, die hätte man noch besser machen können. Aber alles in allem ein extrem erfolgreicher und geiler Blockbuster. Ich muss wirklich zugeben, ich habe mir den jetzt mindestens schon 5-mal gegeben. Und ja, allgemein die Batman-Reihe habe ich mir schon häufig reingezogen. Ist einfach nur gesamtlegendär. Ich kann euch an dieser Stelle auch nur The Dark Knight Rises ans Herz legen. Das ist auch sehr, sehr schön. Und ja, falls euch meine Formate gefallen und falls euch diese Kritiken, die ich hier raushaue, gefallen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und worüber ich vor allen Dingen als nächstes ein Review machen soll. Anstatt, außerdem werde ich jetzt erstmal hier die ganzen populären Dinge durchmachen, wo ihr dann erstmal sehen könnt, wie strukturiere ich das Ganze, und wenn das sich auf meinem Kanal etabliert hat, werde ich dann auf jeden Fall mich nochmal mit, sagen wir mal, Indie-Dingen befassen. Ich hoffe auf jeden Fall, das Commentary hat euch gefallen, schreibt es in die Kommentare. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.